Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem Video. Heute geht es mal darum, was mit dem Mars passiert ist. Wahrscheinlich haben es alle von euch schon mal gehört. Der Mars war mal ein erdähnlicher Planet mit Wasser. Er hat immer noch Wasser, er hat zwei Pole. Aber ansonsten, ihr wisst ja, Flüsse, Seen sind alle nicht mehr da. Und natürlich werfen sich da Fragen auf, wie zum Beispiel, warum ist das so? Warum existiert der Planet Mars nicht mehr so wie damals, als er sehr wahrscheinlich genauso ausgesehen hat wie die Erde? Zuallererst, ich mache heute so ein Theorienvideo, also das hier sind nur Theorien und müssen nicht unbedingt auf Fakten basieren. Meine Theorie ist, dass die Sonne vor Abermillionen Jahren einen sogenannten Solarsturm hatte und auch Strahlung. Und wenn genug Strahlung auf einen Planeten trifft, kann es quasi die Atmosphäre und damit alles andere wegschmelzen. Also es ist wirklich, es klingt komisch, aber es ist tatsächlich so. Das verbrennt quasi alles, weil die Strahlung so heiß ist. Und das Gleiche soll auch mit der Venus passiert sein. Also Venus und Mars sollen getroffen worden sein. Jetzt ist aber die Frage, warum hat es dann nicht die Erde getroffen? Das ist eine sehr gute Frage, aber die kann ich euch ziemlich einfach beantworten. Es hat die Erde deshalb nicht getroffen, weil die Erde anders als Mars und Venus eine etwas andere, ja, wie soll man sagen, ein etwas anderes Magnetfeld hat, das schon quasi die Strahlung um die Erde herum gelenkt hat und die dann mitten auf den Mars aufgeprallt ist. Und ja, Leute, der Mars ist deswegen tot, weil, oder sehr wahrscheinlich deswegen tot, weil damals die Sonne so viel Strahlung abgefeuert hat, dass es ihm quasi, also wortwörtlich, alles weggebrannt hat. Und das muss wohl ziemlich schrecklich damals gewesen sein. Und das ist eben meine Theorie dazu, dass die Sonne quasi dafür verantwortlich ist, dass der Mars eben heute so ist, wie er ist, ein roter und toter Planet. Jetzt mal eine Frage, wenn damals der Mars auch ein erdähnlicher Planet gewesen wäre, hätten dann vielleicht Kolonien auch auf dem Mars existiert? Dies halte ich eher für unwahrscheinlich. Ich halte es eher für wahrscheinlich, dass sich Erde und Mars, die Bevölkerung, gleichzeitig entwickelt haben und womöglich sogar miteinander verbunden waren. Aber es hat wahrscheinlich auch die Erde getroffen. Die Strahlung hat zwar nicht die Erde zerstört, aber muss wohl damals die Technologie ziemlich zurückgesetzt haben. Also es gibt da ziemlich viele Theorien, die ihr euch dazu noch anguckt. Und ich werde hierzu am Freitag definitiv nochmal ein Video bringen. Das heißt, das hier ist Teil 1. Und dann später am Freitag kommt nochmal Teil 2. Was mit dem Mars passierte, das war jetzt Teil 1. Und dann im Teil 2 will ich auch so ein bisschen erklären, was meine Theorie dazu ist, wie das Leben wohl damals dort ausgesehen hat. Ja, Leute, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Welt der Planeten habe ich ja schon länger nicht mehr gebracht. Wenn ihr noch Vorschläge für andere Sachen habt oder was ich nochmal bringen könnte, dann lasst einfach einen Kommentar da. Jetzt wollte ich schon einen Daumen nach oben sagen. Ich bin schon da. Gerne einen Daumen nach oben, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, Leute. Ciao.